Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, ich werde jetzt mal kurz meinen Honig hier, den wird Sweepy in den Hals schieben. Wir haben im Moment wenig Personal und es ist äußerst schwierig, gute Helfer zu finden. Ne, ja, komm. Es ist wunderbar. So, hier einmal Honig. Oh, was? Und hier. Kommen Sie. Wunderbar. So, denn wir haben Weg der Erleuchtung. Ein bekanntes Gesicht. Wie wunderbar. Ja, das wird noch bekannter, das Gesicht, doch. Das ist das bekannteste Delfingesicht überhaupt. So, Weg der Erleuchtung. Und ich habe jetzt halt nur dicke Waffen bei. Na gut, das letzte Wort, das dürfte dafür ausreichen. Das dürfte nicht allzu schlimm werden. Überaus weisen und gütigen Mottenmannes, versammelt euch! Bringt sein heiliges Leuchtfeuer mit dem Glanz der Glühwürmchen zum Erstrahlen! Lasst unser Leuchtfeuer die Dunkelheit durchdringen, um seine göttliche Präsenz zu beschwören, auf dass wir mit ihm kommunizieren und an seiner Weisheit teilhaben. Na aber... Böse Kröte. Böser Ghoul. Siehst du, ich wollte eigentlich die eine Perk-Karte austauschen. Ah, verdammt. Okay, ich treffe so überhaupt nicht. Müssen wir so spielen. So, liebe Kröte. Danke für die Lizenz. Nee? Nee? Hä? Wo ist das Ding hingeflogen? Hier. So. Bevor du hier wieder Türen aufmachst. Evil Glühwürmchen. Evil Glühwürmchen. Können sogar Türen öffnen. Also wenn meine Insekten das könnten, oh, dann... Uiuiuiuiuiui. Man ja nie wieder zu Hause sicher. Machen sie dir einfach die Tür auf. Es ist immer Party zu Hause. Ist schon krank. Wenn Ameisen dann nachher irgendwie sagen, okay gut, wir machen einfach mal die Tür auf. Wir klauen ja alles aus dem Kühlschrank raus. Ist schon nicht schön. So, ich komme mir gerade ein bisschen bescheuert mal wieder vor, mit Kaliber 50 auf Glühwürmchen schießen. Na gut, man muss aber treffsicher sein, ne? Da ist das Würmchen. Gucken wir mal, wie viel haben wir jetzt schon? 20. Würmchen, da hinten ist eins. So, da haben wir noch eine Kröte. Die hat da auch eins. Ne? Gut, nochmal ein Hinterleib, nochmal zwei. Das war ja jetzt... höher zielen. Mein Kaliber 50 geht nach unten. So, nächste. Glühwürmchen. Ah, hinterm Baum verstecken. So, erst will ich das Würmchen haben. Da ist es. Ja, ist ja gut, ihr mit euren Zungis. So, erst nehme ich dich aus. Sodele. Wir sind jetzt 34. Und ich hab schon wieder Reload-Bug. Kurz mal
nachgeladen. Batz hilft auch, aber finde ich sie immer nicht. Na, dann komm her, Kröti. Ah, manchmal wünschte ich mir, könnte man dann hier wenigstens die Leichen ein bisschen besser finden im Gras. So, da hinten haben wir noch ein Würmchen, das läuft direkt auf mich zu. Kommt die nächste Kröte. Dann wird es nochmal wieder 3, jetzt fehlen noch 6. So, hier und da. Nee. Da. Na, nun kommt entweder Kröten oder, jawohl, eine Kröte. Gut. 3 noch. 3 kleine Glühwürmchen. Da haben wir nochmal 1. Und Nummer 2 muss nur noch gefunden werden. Nehmen wir dich, bis wir was anderes gefunden haben. Hoppala. Eigentlich wollte ich die Kakerlake da oben totwatzen. Eben habe ich sie doch auch ins Lock gekriegt. Aber egal. So, einmal hochgelaufen. Keine Kakerlake. Hier war sie. So, dann nehmen wir noch die Ausdauerwackelpuppe mit. Weil wir es können. Abgegeben. Event abgeschlossen. Und erwischt. Weg der Erleuchtung finito. Oh, ein ferner. Komm, fern Donner kann ich mir nicht nehmen lassen. Ferner Donner muss immer sein. Und 3 Kernchen gekriegt. Na, immerhin. 3 Kernchen sind besser als gar keine Kernchen. Und ich nehme mich jetzt nur mit für die EP. Weil wir es können. Ja, haben wir die Events ja doch gleich fertig. Automatische Warnung. Eine Horde Verbrannter wurde in deiner Gegend gesichtet. Lass den vorgeschobenen Beobachter das Zielfernrohr für den Defiance Artillerieangriff benutzen. Ad Victoria. Ach. Artillerieangriff. Wir sind eine Ein-Mann-Armee hier. So, dich nochmal. Die Bruderschaft ist unbesiegbar. Und ihr glaubt mir schon wieder EP, meine Bruderschaft hier. Niemand glaubt mir meine EP. Bin getroffen. Bin ver... Jetzt ist zu Ende. So. Das sind alles meine EP hier. Gib ich doch nicht her. So, hier haben wir noch mal ein bisschen was. Da auch noch mal. Alles einmal mitnehmen. Oh, sogar eine Problemlösers-Pistole dazu gekriegt. Schönes für den Schredder. So, einmal kurz die ganze Rüstung und Co. hier mal ablegen. Dann haben wir jetzt noch... Oh, irrationell. Jetzt kommen aber die guten Events, oder was? Aber ich mache jetzt nochmal die verbrannten Horde. Und dann müssen wir wirklich mal mit den Questen weitermachen. Sonst kommt gleich das nächste Ausrufezeichen. Und wir sind immer noch nicht weitergekommen. So im Ganzen. Das ist natürlich auch nicht so toll. So, wo könnten sich Verbrannte tummeln? Ist ja jetzt nur die Waldregion, ne? Das ist ja wieder ganz simpel. Die anderen haben nicht so wirklich Sinn ergeben. Den guten Gutshof, da werden wir Verbrannte finden. So.
So, ja, siehste, da rotzen sie schon wieder rum. Na, schön, wenn hier gut ein paar Gegner auf einen zukommen. So, das war das letzte Event. Kriegen wir nochmal eine Lunchbox. Auch nicht verkehrt. So. Was ist denn? Ach, da drin. Du bist aber kein Pferd, Mensch. Ne, das war ein Frosch. So, und wer schießt hier oben noch? Da hast du noch nicht nur eine Pistole bei, schießt aber mit was völlig anderem. Na, 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 na. So, aber jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir jetzt mal die Quest machen. Toxic Valley, ja, oben, werde ich mal nicht machen. Weil haben wir schon. Wir haben ja schon den Koch einmal fertig gemacht. Lohnt sich ein zweites Mal jetzt nicht. Man kann es ja sowieso, wann der Tag ist, permanent machen. Wenn man weiß, dass man genug Hirsche zusammenkriegt. Sagt dann nur extra Wurst und, naja, grüner Daumen. Dann ist das an und für sich null Problem. Gut. Holen wir uns jetzt aber mal den Kryptiden. Den Bär, den ziehen wir einfach mal mit. Kommst du? Hey, hier bin ich. Ach, der hat schon wieder keine Lust. Der will mich nicht hauen. Warum auch immer nicht. Bin auch ein schön großes Objekt. Bin ein Delfin. So. Na, was haben wir heute? Ein Bärchen bestimmt, oder? Ein Bärchen. Aber wenigstens Säure wieder drin. Gucken wir gleich beim nächsten hier. Die Werkstätten werde ich jetzt mal nicht mit zunehmen. So, dann holen wir uns auch gleich das Anglerfleisch hier. Das ist nicht verkehrt. Angler Nummer 1. Den 100er. Hm, der hat sogar eine Schatzkarte. Nett. Und gleich den nächsten Angler noch mit dazu. Hey. Wunderbar, nochmal 4 Anglerfleisch dazu geholt. Kann ich die Meierlurks auch verrotten lassen. So, dann wollen wir mal gucken oder hoffen, dass jetzt hier das nächste ist. Sonst müssen wir wieder ganz weit laufen. Befreier, ja, okay, es ist ein Bärchen. Der schon wieder den Schlittermove 3000 machen kann. Das heißt, wir müssen bis hinten durchlaufen. Na denn. Anstatt rumzumäkeln, loslaufen. Auf dass die Fusionskerne sich entleeren. Einfach laufen. So, zwischendrin nochmal nachladen. Ah, ein Fuchs. Hm. Haben wir hier beim Zeltchen noch was? Nee, heute nichts. Jetzt, wo so viele Doch. Leute zurück sind, wollen sie sich alle an Orten wie von Was Delphi hast du denn heute Schönes? Nee, du warst die Kleidungs- Bei mir wird jeder Olle. Fündig. Sogar du. Nicht wirklich was, was ich haben möchte. Auf dem LP-Char. Und trotzdem gucke ich jedes Mal nach Notizen durch. Einfach nur traurig. Aber könnte ja vielleicht ein Bug sein, ne? Und was weiß ich, da ist eine Notiz drin, die es gar nicht gibt. Die man dann lernen kann. So. Na,
ein Grafton-Monster. So, den Essen nehmen wir mit. Die brauchst du nicht mehr. Und wir haben Uranrausch. Ja, ist auch wieder legendäres Zeug. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass wir Gas geben hier. So, einmal analysieren. Analyse abgeschlossen. Datenbank aktualisiert. Komm. Wir wollen noch eine schaffen hier. Jawohl. Nur auf die Kronkorken gewartet. So, dann geben wir hier jetzt nochmal Kürbis ab. Sie da? Ja. So. Hoffen wir mal, dass das jetzt nicht despawnt. Noch sehe ich sie. Jawohl. Und ich habe grünen Daumen drin, das heißt, es geht relativ zügig. Ich habe heute mal wieder genug gelootet bis dahin. Yay. Alles da. So, einmal noch. Und abgegeben. Ziemlich easy. So, jetzt können wir auch schnell zum Uranrausch runter. Haben wir heute viel mit Grubis gemacht. Warum könnten wir heute nicht haben, töte 15 Grubenhauer? Das vermisse ich heute irgendwie so ein bisschen. Mal nur drei Leuchten, ne? So, ich tu mal so, als wenn die mich nicht gesehen Bitte haben. Stehen bleiben und für Identifikation näher treten. Nur Mitarbeiter des Blackwater-Bergwerks sind autorisiert, auf die Abbauausrüstung zu greifen. So, und schnell rein. Schnell rein? Oh, ja, okay. Den Bug hatte ich auch schon lange nicht mehr. Kein Ladescreen. Verkürzt das Ganze zwar enorm, aber das heißt, ich werde demnächst wieder rausfliegen. Hoffen wir mal jetzt einfach nicht mitten in der Folge. So, schnell. So. Oder ich habe halt einfach heute den Bombenserver erwischt. Das wäre natürlich auch mega. Extraktionsvorgang eingeleitet. Halten Sie sich bitte während des Betriebs von den Extraktionseinheiten fern. Aber immer wenn man das ausspricht, dann ist sowieso der Server einfach nur noch am Zerbrechen. Keine Nukes. Extraktionseinheiten auftreten. Und sonst so auch eigentlich nichts. Ah, hinten ist er. Ah, ihr habt die schon gehört, mein Freund. So. Ja. Stehen mit Kogoro. Ich weiß zwar nicht, was sie mit Kogoro haben, aber. Ja, ich komme ja schon, Hä? Achso, hier. Ein wenig verhört. Ich dachte, der wäre weiter unten. So, Ausgangsposition. Ey. Da wollte er einfach so durchlaufen. So. Ja, kriegen wir noch. Passt das Level gut hin? Ah, jetzt habe ich hinten nicht aufgepasst. Und dann auch noch abhauen wollen hier. Du willst mich um meinen atomaren Müll bringen hier. So. Und wieder ruhig. Keiner mehr da. Oh, kurz Muni-Check. Ich sowieso, warum ich so viel Kaliber 50 habe, anstatt 5 mm. Normalerweise mache ich das eigentlich andersrum. So viel mit der Minigun hatte ich doch nicht geschossen, oder? Doch? Ich weiß es nicht mehr. Na gut, ich habe das Kaliber 50 jetzt schon lange nicht mehr. Verstorbenes Führungspersonal fest.
Die Person bitte vom Gelände entfernen. Wirklich rausgeholt. Na komm. Hör auf, dich zu regenerieren, das bringt sowieso nichts. Hast du doch mitgekriegt. So, machen wir dich hier. Und ihr steht hier zu zweit rum und macht mir meinen Charlie kaputt. Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. So, nochmal hören. Bis auf mein Magazin habe ich nichts gehört. Heißt warten. Unten? Ne, hier. Unten scheint nicht zu sein. Ne. Nichts da. Oh, vielleicht noch Granaten, die wir dann notfalls da reinschmeißen können. Ja, Kürbisgranaten, natürlich. Natürlich. Und mir auch noch entgegenlaufen. Nee. Genauso wie nee für dich. Und hier auch nichts. Na gut. Ah. Hinter der Maschine verstecken. Eigentlich kann ich ja schon ein bisschen was looten. Ja, ist das hier nicht so langweilig? Stelle verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Genau darauf habe ich gehofft. Und da haben wir auch den legendären. Was habe ich denn heute mit meinen Aggressotron-Köppen? Ist ja der Wahnsinn. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. So, dann werde ich mal kurz, blups. Gegrillt. Hirsch. So. Ist nämlich ausgelaufen. Ne? Jetzt will wieder keiner. Jetzt würde mich mal interessieren, was das jetzt für ein Aggressotron-Kopf schon wieder ist. Automatisch? Nee. Ach, nachtaktiv. Hm. Nee, hier unten ist er nicht. Das heißt, halt! Nicht an mir vorbei hier. So, einmal hoch hier. Warum rennt ihr denn alle heute an mir vorbei? Was habe ich euch getan? Den reparierst du aber gleich wieder selbst hier. Böser Grubi. Da ist ja noch einer. Dann komm ich mal rum hier. So, bitte ich auch nochmal. Ausreichende Uranmenge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. In wer sind das jetzt die draußen gewesen? Stelle oder? Verstorbenes Führungspersonal fest. Die Person bitte vom Gelände entfernen. Ah, bestimmt wieder hier hinten. Jawohl. Was hast du Schönes? Nachtaktiver definitiv nicht. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Mutanten-Todeskrallenhandschuh war das. Hm, ja. Auch wenn Mutanten jetzt deutlich nutzbarer ist. Als früher noch. Der zweite und, naja, dritte ist ja gar nicht mal vorhanden. Überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Dass ich sag so, jo, den nehmen wir nochmal mit rein. So, jetzt hier nochmal wieder durch. Da ist er. Ausreichende Uranmenge.
Menge extrahiert und verarbeitet. Ausgabemenge erhöht. Na? 40 Sekunden noch. Da habe ich doch gerade nachgeguckt. Immer wenn ich da abhau. Na, noch einer? Kommen wir gleich wieder rum. So. Und auch für dich nochmal was. Na? Hinten wieder. Muss eigentlich immer nur gut hinkommen. Reinigungs- und Entlüftungsvorgang der Extraktoren muss vor Weiterführung des Betriebs abgeschlossen werden. Bitte den Bereich verlassen. So, dann wenigstens noch ein bisschen was mitnehmen. Wir sind ja schon wieder am Ende einer ganzen Folge hier. Da können wir uns an und für sich auch nochmal ein bisschen Stuff nebenbei besorgen hier. So. Auch. Gut, das denke ich mal dürfte reichen. Dann machen wir hier nochmal alles kaputt. Damit wir uns dann auch wieder porten können. Na, die ganzen Zähne. Und die ganzen Pumpguns. Naja, stahltechnisch lohnt sich das auf jeden Fall. Gut, aber nichtsdestotrotz, ne? Machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Also, schaltet wieder ein und bis dann.